Was macht unser Papi da eigentlich? Ich glaube, das wird ein Spiel. Oder? Wie heißt das Spiel? Knut. Kennt das jemand? Kennt jemand das Spiel Knut? Zeig, wie spielt man das? Man wirft. Mach mal, aber nicht auf die Katze. Cosmo, zeig uns, wie das Spiel geht. Wenn wir rausgefunden haben, wie das geht, dann zeige ich euch das nochmal. Wir spielen gerade das Spiel und ich glaube, wir haben zwei Schiedsrichter. Wir haben zwei Schiedsrichter, genau. Einen schwarzen und einen weißen. Frau Deglau, nicht getroffen. Ui. Ui. Ja. Ui. Ja, das ist aber, ne? Apollo, war das richtig so? Das ist aber, ne? Du hast dich über die Linie gebeugt. Apollo. Ja. Ja. Er geht vor, er guckt. Ich habe noch zwei Würfe. Ja. Ah, okay. Schiedsrichter. Warte. Wir haben nur gefragt, ob das auch okay so war. Aber Apollo ist weggelaufen. Apossi. Das ist nun wirklich kein Katzenklo. Merkst du es eigentlich nicht? Das sind Steine. Hier kannst du nicht buddeln. Er hat da einfach reingepischert. Ich will nicht wissen, wie viele Pinkel hier hinten. Apossi. Wirklich nicht. Also du kannst doch keine Steine umbuddeln. Es ist ihm egal. Ignoriert mich komplett. Katzis. Kosmos. Wach auf. Wir sollten jetzt rausgehen. Später soll es richtig stürmen. Mit Gewitter und Blitz und Donner und sowas. Deswegen, ich sag's euch nur, ne? Aber wir sollten wirklich jetzt rausgehen. Besser jetzt als später. Weil später kann das sein, dass ihr gar nicht mehr rausgehen könnt. Das Problem ist, Alter, ich kann nicht atmen. Ich weiß gerade nicht, wo es schlimmer ist, draußen oder drin. Die Luft ist so erdrückend. Das ist, als ob ich unter Wasser wäre und versuchen würde zu atmen. Diese Luftfeuchtigkeit ist gar nicht meins, muss ich leider sagen. Ich fühle mich wie damals. Ich glaube, das war irgendwann 2013, 14? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich da auf Mallorca gelandet mit meinen Freundinnen. Und diese Luftfeuchtigkeit dort, ich dachte, ich muss leider sterben. Das war so erdrückend. Nee, konnte ich nicht. Oder als wir mit Marcel 2019 in Phoenix waren, da sind wir auch gelandet. Dann kamen wir aus dem Flughafen raus. Und ich dachte, ich habe meinen Kopf in den Backofen reingesteckt. Das war furchtbar. Also man konnte atmen. Die Luftfeuchtigkeit war nicht so hoch. Aber es war so heiß. Ich glaube, wir hatten 50 Grad oder so draußen. Und ich dachte wirklich, also wenn man wirklich sich den ganzen Tag hier draußen aufhalten will, dann verbrennt man. Ich bin mir sicher, man gewöhnt sich irgendwann an sowas, aber das war wie, als würde man im Backofen sitzen, den ganzen Tag. Also man konnte sich wirklich nur in Innenräumen aufhalten, wo es akklimatisiert war. Ansonsten konntest du dich nicht draußen aufhalten. Wir haben da auch nur einen Tag verbracht und dann sind wir auch schon weitergefahren, zum Glück. Also Phoenix fand ich schön, so ein bisschen, aber nur im Auto mit Klimaanlage. Na, Katzi, hast du Cosmo geärgert? Hat er? Ach, Fluffelchen. Ich habe gesehen, wie er dich geärgert hat. Hat dich wieder gejagt, ne? Ja. Er macht doch nichts. Er will doch nur spielen mit dir. Wieso hast du eigentlich kein Geschirr an, ne? Bist du einfach so rausgegangen? Ohne deinen GPS-Tracker? Das ist nicht so gut. Dann kann ich ja gar nicht wissen, wo du bist. Ja, war mit Absicht. Na gut. Komm gleich rein. Es ist gleich eh vorbei mit gutem Wetter, glaube ich. Obwohl, vielleicht regnet es auch erst heute Nacht. Vielleicht habt ihr ja Glück und habt doch noch was vom Tag. Aber es ist echt furchtbar. Das hält keiner aus bei
bei dem schwülen Wetter. Oder, Possi? Mit deinem Fell sowieso nicht. Bist du sicher, dass wir nochmal rausgehen wollen? Ja. Guck dir das mal an, das Wetter. Guck dir das mal an. Na gut, noch ist es angenehm. Aber gleich nicht mehr. Komm, geh. Ich zieh dir jetzt kein Geschirr an, weil du gehst in 10 Minuten eh wieder rein. Katzi. Ja, nicht, Mom. Wo gehst du denn hin? Soll ich dich hier rauslassen? Na komm. Na los. Okay, dann vergiss es. Vergiss es. Also mal ehrlich. Ich bin doch kein Bediensteter hier. Oder doch? Da sehen mich aber drei Leute anders. Es hat schon gedonnert, glaube ich. Ja, ich glaube, es hat schon gedonnert. Was mit den Vögeln? Sind sie alle zu Hause? Ja, lass mal gucken. Einer sitzt da auf jeden Fall. Da sitzt noch einer. Ich glaube, die sind schon zu Hause und warten. Es geht gleich los, Cosmo. Ja, ich habe schon ein paar Regentropfen abbekommen. Ich will ja nicht hetzen, aber es könnte passieren, dass es gleich extrem stark regnet. Und es ist wirklich sehr, sehr dunkel. Es ist so dunkel. Ui. Ui. Katzi. Katzi, was hast du da? Ein bisschen Rasen? Hast du wieder abgekaut? Ja? Die Kübel werden wieder voll sein. Marcel hat das Holz wieder eingesammelt. Ich hoffe, das hat ein bisschen getrocknet. Und dann hat er das mit der Plane abgedeckt. Aber naja, nur oben, nicht an der Seite. Und wenn es jetzt so richtig stürmt mit Wind und allem, könnte passieren, dass das gar nicht mal gereicht hat. Katzi, mach dich bereit, gleich ganz schnell reinzulaufen. Weil ich glaube, ich gebe dir maximal noch 5 Minuten und dann wird es hier richtig ungemütlich. Guck mal, mein Kleid. Wedelt. Cosmo. Ich glaube, Katzi hat gemerkt, dass es jetzt wirklich ungemütlich wird. Erschreck dich doch nicht so. Komm rein. Es musste doch allen Ernstes erstmal blitzen und donnern und anfangen zu regnen, bis dieser Flausch wieder reinkommt. Junge, ich dachte, du bist schon längst drin. Gut angefaucht. Hat er ihn wirklich angefaucht? Ja. Oh. Wollte ich einen Gruß da gelassen. Ach, Bursche. Warum? Warum bist du wieder böse auf Cosmo? Der ist ja nun wirklich für das Wetter nicht verantwortlich. Oder, Kocher? Nee, ne? Das bist du nicht. Geh mal deinen Bruder fragen, was eigentlich mit ihm los ist. Geh mal fragen. Apollo. Komm mal her. Katzi. Komm mal her. Was ist los? Hm? Herkommen sollst du. Was wird das jetzt hier? Wahrscheinlich hat er sich vor dem Donner erschreckt.